Ein Land in Tennis-Euphorie, die nächsten Gogo-Rausrufe und der große Wickel in der Formel 1. Herzlich willkommen im KRONE AT Sportstudio. Dominic Thiem hat Österreich ein weiteres Mal in absolute Tennis-Euphorie versetzt. Ein genialer Dreisatzsieg gegen Kevin Anderson gestern Abend hat das ganze Land begeistert. Dominic womöglich das beste Spiel seines Lebens bestritten, hat selber nachher gesagt, so gut habe ich noch ganz, ganz selten gespielt. Er hat den Vorjahresfinalisten bei den US Open aus dem Bewerb genommen, ihn damit auch in der Weltrangliste überholt, ist zumindest schon Achter in der neuen Weltrangliste, aber er könnte sogar noch Dritter werden. Wirklich wahr, wenn er das Turnier nämlich gewinnt. Das ist vielleicht ein bisschen viel erwartet von Dominic, aber er spielt wirklich ganz großartig zurzeit. Nächster Gegner im Viertelfinale der US Open, kein geringerer als Superstar Rafael Nadal. Der hat 4 Sätze gebraucht gestern, um ins Viertelfinale einzuziehen, ist aber auch groß in Form. Doch auf diesem Belag hat Dominic sicher durchaus seine Chancen gegen den Spanier. Bei Rapid knistert es weiterhin. 1:1 bei Sturm Graz, ausgerechnet Deni Ala, der Ex-Sturm-Spieler, hat das Tor für Rapid gemacht, den Punkt noch gerettet, aber den Fans war das wieder zu wenig. Die haben noch bei den Interviews auf dem Spielfeld nachher laut Gogo rausgerufen und wird theoretisch jetzt ganz schön eng, die gerät immer weiter unter Druck. Wenn man weiß, was die Fans bei Rapid für eine Macht haben, dann wird es wohl nicht mehr lang dauern, dass Gyurcsány Rapid-Trainer bleiben wird. In der Formel 1 gab es auch Aufregung. Der Grand Prix von Monza, der Ferrari Heim Grand Prix, ging an Mercedes. Mercedes hat zugeschlagen, Lewis Hamilton. Und dieser Hamilton hat auch Sebastian Vettel gleich in der ersten Kurve abgedrängt, woraufhin Vettel jetzt bitterböse auf Hamilton ist. Er hat gesagt, eine ganz dumme Aktion von Hamilton und das will er nicht auf sich sitzen lassen. Und wer diese Formel 1 kennt, der weiß, dass so ein Wickel ganz, ganz lange dauert, breit ausgerollt wird, dann wird uns noch einiges erwarten. Erwarten wird sie heute im Sport relativ wenig, ein ruhiger Sporttag. Bei uns sind sie trotzdem immer live von allem informiert. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Baba!